Hallo und herzlich willkommen zur dritten und hoffentlich vorletzten Folge. So schlimm mit uns. Hallo. Nein, ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir das alles schaffen in 2 Folgen noch. Oh, dann müssen wir es beeilen. Die Zeit rennt, denn, ja. Dann noch eine mehr. Komm, gehen wir mal hierhin und hierhin. Schönen guten Tag. Aha. Wir sind da schon wieder weggerannt. Büro. Ja. Mhm. Ich da, hab wo ihr alle früher wart, als ich Kinder wart. Schule, ah, Bell, das hier ist eine Bücherei. Das, nee, das hier ist eine Schule. Schule. Eine Schule? Ja. Ich muss hier hinsetzen. Ach, was? Ich war ja auch einer. Aber ist cool gemacht. Ah, mit da, du schön. Hattest keine Flachbildfernseher hier an dem. Ja, oder? Alles fortschrittlich. Mega. Richtig nett. Und ja, spinnt und so, ja, ja. Können wir was über Schlangen lernen? Schön gemacht. Ja. When Zombies Attack. Habt ihr euch mal die Büchertitel durchgelesen in so einem Buchregal? Nee, ja. Anatomie. Bitte. So, Ron, jetzt kannst du es sagen. Hier ist Bibliothek. Ah. Das hier ist eine Bibliothek. Seht ihr? Hier Schreibtische und zum Bücher ausleihen und so. Genau. Boah, das ja. ist übel groß, ey. Nicht schlecht. Sehr schön. Also eine Schule finde ich richtig toll und wichtig auch. Snakefacts. Das finde ich gut. When Zombies Attack. Okay, The Enforcer. Oh, sehr schön. Habe ich auch gelesen. Und selbst damals. Die Decke ist ein bisschen angenehm gestaltet. Also. Ja. Run, du hast ganz Fernseher, so hässlich. Ne? Stimmt. Gut, dass du darauf hinweist. Das übersieht man ja da manchmal dann auch. Na, man guckt ja so relativ selten an der Decke. Hammer. Ich gucke mal auf den Boden, wirft man mir ja vor. So, ich hoffe, es geht jetzt besser. Sorry dafür. Oh. Jetzt gucke ich ja, mal. Dann haben wir hier drüben, das ist gut, Engine, ihr kleines Bereich, ihr kleiner. Auch. Mein Haus. Ihr kleines Häuschen. Wo? Oh, was hier? Das hier? Du kannst doch nicht einfach rüberspringen, du musst nach dem Eingang. Den Eingang hier nehmen, da. Cool. Das ist dein Haus. Grill, darf mal reingehen? Das, ja, das ist mein Haus. Geh direkt in die Küche, an den Kühlschrank. Ist leer. Kühlschrank ist was? Leer. Apfelkuchen? Abzugshaube. Ach so, ja, eine Dutzabzugshaube. Cool. Ah, ein Apfelkuchen ist auch schön jetzt. Ich nehme mal ein bisschen Wasser, wo ich gerade hier stehe. Weil die Idee mit dem Fernseher ist gut und den dünnen hier, diesen Planken da. Das ist echt gut. Wir haben auch noch eine Kantine, die kommt auch noch. Das sind doch die Tischplatten hier, ne? Die ihr hochkant verbaut habt, ne? Oder? Ja, wo, die Plates. Wo? Seid ihr? Wo seid ihr oben? Ja. Kommt man hier auch aufs Dach? Ist das schon aufgefallen, ja, dass in den Spiegeln mal alles auf dem Kopf steht? Nee, jetzt wo du sagst, ja. Jo, Tatsache. Und sie geht dann halt noch höher in ihren kleinen mein Arbeitsbereich. Ankleidezimmer. Arbeitsbereich ist ganz safe. Aber hier, der Balkon gefällt mir besonders gut, muss ich sagen. Auch mit den roten Tischen schön. Und der Kerze drauf. Das ist schön, ist das. Schränke sind sogar voll, glaube ich. Wo ging's hoch? Also zumindest ein bisschen. Okay. Ups, jetzt kommen sie alle schon wieder runter. Ja, geh hoch. Es ist nicht noch so viel. Ja, der Balkon ist echt gut. Schick. Sehr schön. Okay, das ist dann mehr der praktische Raum hier, ne? Super. Ein Dachboden halt. Der. Kann sich echt verlaufen hier, wa? Übel. Wahnsinn. Aber es ist schön gemacht hier. Gefällt mir. Und Leuchtstreifen im Boden werden. Und ihr habt, ja, nur mit Kerzen, ne? Genau, Fackeln sind auch zu hell, ne? Meistens, ne? Ja. Mhm. Hier steht auch Private, also ist auch sehr interessant, ne? Private Road. Irgendwie... Private? Naja, Private Road. Da vorne am Eingang. Genau. Cool, ja, ja. Von beiden Seiten sogar. Guck an. So, für die etwas betuchteren zu Lebzeiten, beziehungsweise zu Nicht-Zombie-Apokalypsen-Zeiten. Denn das hier nebenan, oder? Das Haus hier. Dein Haus, oder was? Nee. Nein, er wohnt einfach irgendwo. Er hat sich kein eigenes Haus. Er wohnt da, wo er gerade ist, ne? Aha, okay. Aha. Oh, guck mal hier. Ledercouch. Und Sätze. Irgendwo, okay. Oh, über ein Klo. Ist ja nicht so, dass wir hier keine Klo? Schlafgelegenheit haben. Schon wieder? Ja, mein Gott, Flo, richtig. Du musst aber auch heute, wa? Aber ein richtig. Und hier ist eine Dusche. Schade, dass man kann man nicht. Gibt's nicht so einen runden. Aber das ist doch eine ebenerdige Dusche hier, ne? Sehe ich das richtig? Ja. Mhm. Hammer. Dann müsstest du so eine große. Du könntest ein, zwei Mal auf so einen Block draufhauen, dann hättest du so eine Art Senke auch hier drin. So eine Monsun-Dusche müsste da ja rein. Ne, ich will jetzt nicht hauen. Ich will es nicht kaputt machen. So, wo geht's hier noch hin? Ah, okay, Schlafzimmer. Okay. Unten ist halt genau das gleiche. Ist das riesig, ey. Schick. Aber guck mal, das sind die reichen Leute hier. Die haben so eine protzige Wohnung, aber dreckige Bettwäsche. Man muss es nicht verstehen. Gleich kommt dann das Haus für die ganz armen Leute. Ja. Oh, ja. Für die ganz armen Leute. Ja. Wir nehmen an. Okay, da bin ich mal gespannt. Unten
Sieht jetzt aber gar nicht so ärmlich aus von außen. Boah, das Cobblestone. Ja, aber, ja, aber das sind halt die Hightech-Quartiere hier. Drin. Ja, okay. Boah, der Boden ist echt extrem, ne? Der ist geil. Der Boden ist extrem, ja. Der ist, also das wird mich zu Hause wuschig machen, ey. Ich finde das Ablagefach da oben schön, was man da hat. Mein Gott. Kommt hier man sich vor wie im Zug. Dass der Server überhaupt noch läuft. Das sind dann die Doppelstockbetten und so. Mhm. 10er 6. Oben. Die hat Avo ja quasi erfunden, die D-Etagenbetten, ne? In 7 Days, kann man sagen. Aber mit Lockern hat er das auch nicht gemacht. Der hat das ja noch irgendwie anders gemacht. Zäunen, glaube ich. Oben ist dann der große Schlafsaal. Ah, okay. Große 20 Schlafsaal. 30 Mann Kuschelsaal. Schon wieder weggerannt. Okay, nein, das stimmt hier. Schon. Ah. Aber die Betten an Locker zu hängen, finde ich echt originell. Das ist mal eine gute Sache. Aber die Betten stehen auch so aufeinander. Ja, okay. Ja, damals hatten sie das noch nicht getan. Da gab es, glaube ich, auch diese Betten noch nicht. Als hier Avo seine City of Life gebaut hat. Da hat er, mit Zäunen getrickst. Irgendwas hat er da gemacht. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber jetzt haben sie ja einen richtigen Block, die Betten. Ja, genau. Halb sieben? Halb sieben, jo, ist halb sieben, genau. Halb sieben, ich sag mal, um 8 sollten wir nach oben langsam, oder? Ja, eine Stunde hoch und eine Stunde rüber oder so. Waschhaus. Ja, so in etwa. Das Waschhaus. Waschhaus, aha. So richtig cool. Schön oldschool, der Name. Hier vorne sind die Duschen. Vorne? Ja, hier vorne, einfach mal rein. Einfach mal rein. Dusche. Schön. Dusche. Okay. Kommt aber nicht rein, ne? Ist zu, die Dusche. Ja, Im Spiel fehlen Duschköpfe und Glastüren, ne? Die man öffnen kann. Ne? Das würde auch dem aufmerksamen sein. Beobachter fällt auf, da fehlt rechts noch was an Fläche. Ja. Da eine sind Sauna die wahrscheinlich. Nein, die Damen- und Herrentoiletten. Okay. Guck mal, M und W, ja, super. Soll ich hier mal. Moment. M und W. Boah, da bewahrheitet sich jemand. Hey, halt, könnt ihr mal aus dem Damenklo raus. Alle rüber, Frauen, alle Frauen darüber. Sind die größeren alle Schweine. Frauen raus, sind die größeren raus Schweine. Darüber. Da geht da auch gar nicht rein. Das ist jetzt meins. Fertig. Ja, du kennst das ist eigentlich raus, für Ela und mich. Ich hab einen weiblichen Charakter hier. Das zählt doch auch irgendwie, oder? So. Ach ja, stimmt, man sieht noch nichts. Hier nebenan sieht man schon schöne Glasfront. Was ist denn das für ein rundes, was ist das für ein runder Nubbel da? Soll das ein Föhn sein oder was ist das Kantine. Runde an der Wand? Ja, das ist so ein Luft, so ein Lüfter, der zum Hände abtrocknen. Eine Kantine, so. Cool. Dann kommt doch mal rein. Dann gehen wir mal essen, wa? Was gibt es denn heute? Ich hätte gerne griechisches Hacksteak. Ich hätte ganz gerne 2 Kilo Hund. Die Tische sind mal richtig geil gemacht hier. Das ist mal richtig schön. Ja. Also wer gerade Hunger oder Durst hat, hinten sind die Kühlschränke. Ja, einfach mal hier hinten doch. Die Kühlung, ihr dürft. Leer. Hier hinten. Kühlung. Ach da! Uff. Mein Gott. Oh ja, ganz viel, immer. Mehr als ganz viel. Boah. Tresorraum ist nichts dagegen. Ich hab zum Glück noch was dabei. Ich esse auch, weil ich dabei hab. Ja. Ah, ein Blaubeerkuchen, das ist gut, das wird reichen. Nee, doch nicht. Dann nehmen wir noch einen zweiten. Ich nehme auch noch einen. Und ich habe keine Ahnung warum, aber diese Konsole, die ich mir aus dem Kreativ geholt hatte, hat mit einmal angefangen zu leuchten. Ah, das ist gut. Ja, finde ich auch schön, wenn die leuchten. Wie, am Anfang nicht und dann über Nacht war sie plötzlich an? Nee, beim nächsten Einlocken. Na, es gibt doch Strom. Ach was, siehst du? Lustig. Auch wieder mit Abzug da oben dran jeweils. Das ist Wahnsinn, echt. Ja. Und die Decke ist auch hier wieder zweifarbig, ja. Wirklich schön gemacht. Mhm. Ja, das stimmt. Sehr gut. Unglaublich. So, und geradezu wird euch auch schon aufgefallen sein, hier ist irgendwas. Wie, hier ist irgendwas? Ja, irgendwas gruselt. Aus Stein und so. Ach, wir sind schon wieder. Ich hab den Überblick verloren. Ja, ah, die Waffenkammer. Ach, das Ding hier. Ah. Ja. Waffenkammer, die Schmiede. Ah. Guten Tag. Was wollen Sie haben? Von hier aus geht's aber nicht rein, sondern von hier geht's rein. Von der Seite. Ja, genau. Vorne ist die Ausgabe.
Das ist geil mit den Dingern über den Fortes hier. Das sieht richtig cool aus. Das sieht richtig cool aus. Schade, dass man die nur im Kreativmodus dann. Finde ich auch sehr, sehr schade. Also da können Sie. Ich meine, gut, letztendlich ist es ja nur ein optisches Stilmittel. Es hat überhaupt keine Funktion. Ich würde es dann, glaube ich, auch nicht so schlimm finden, das im Let's Play sich mal aus dem Kreativmodus zu holen, weil das ist ja wirklich nur optisch. Da hat ja keiner was von, außer dass es gut aussieht, sage ich mal so, ne? Aber wiederum muss man auch sagen, und schmeißt Metall weg. Aber auch ein schöner Ausblick. Ein schöner Ausblick vom Balkon hier, muss ich sagen. Ja. Auf euer. Wiederum muss ich auch sagen, Kunstfelsen hier. Ist ja nicht schlimm, wenn die Funpimps sagen würden, ey, mit der Werkbank kannst du dann die anderen Sachen aus dem. Eben kreativ sind. Ja, genau. Jo. Einfach herstellen. Zum Beispiel diese Türen hier, die kannst du auch so nicht machen. Station, ne? Wer fällt? Ach, ich hab eh noch ein gebrochenes Bein. Oh, doch nicht mehr. Hab schon alles fertig. So. Das ist cool. Jetzt guck ich mal. Wir sollten jetzt aber langsam nach oben gehen, glaube ich. Ich wollte gerade sagen, jetzt könnten wir langsam. Ich würde sagen, 20 Uhr sollten wir, ne? Ja. Aber wir müssen, wenn wir um 10 Uhr nicht drüben sind, dann werden uns die Zombies ja nicht mehr finden, wahrscheinlich. Wir haben die Türme ja noch gar nicht gesehen hier, ne? Was, wo geht's hin? Ich wollte gerade sagen, jetzt gehen wir hoch über der Türme und das werden wir zeitlich nicht mehr schaffen. Sonst kommen wir. Dann kommen wir danach nochmal, wieder, du. Die müssen das sowieso noch bauen. Wir gehen jetzt hier hoch, ist das oder richtig, so, ich bin, oder nee? Ist es, nee, hier, ich denke mal durch. Oder hier, so. Ist die Schleuse. Nee, hier ist, hier ist die Schleuse. Falsch. Da lang, okay. Hier da lang. Den Einweiser rechts. Also hier lang? Ja. Geradeaus. Also Tür. Hier. Tür auf, okay, ja, machen wir. Okay. Ah, ach ja, wir müssen ja noch die ganzen. Aber da laufen wir jetzt noch eine Zeit, bis wir oben sind. Hoch geht ja nicht ganz so schnell wie runter. So. Uiuiui. Hoch dauert aber echt länger. Gibt's aber hoch kann man auch springen. Hüpfen hilft. Ja. Ja, und Beinbrechen dabei. Mhm. Da lieber hey, hoch. Das Treppe hoch. Ich kann sehr hochhüpfen und nicht runter. Ah ja, das hatten wir schon mal. Ich breche mir auch das Bein beim Hochhüpfen. Bei mir ist Flo gerade durch die Wand geflogen. Ja, bei mir fliegst du auch durch die Gegend. Halb neun. Aber das hört sich sehr interessant an. Ja, Gruppenstöhnen, ne? Hopp. Ich überhitze gerade. Hüpf nicht so fest. Ja, hüpf nicht so viel, genau. Aber ich glaube auch, dass ich gerade überhitze. Ich werde wieder, gibt wieder Wärme hier. Ich bin gleich bei 37 Grad. Ich bin schon bei 38,2. Ich bin bei 18. 80. 80? Fahrenheit. Verstehst du? Ach, Fahrenheit. Ist, glaube ich, egal, ob links oder rechts. Nee. Vollkommen egal. Ja. Oh. Das reicht aber auch gerade so mit der Ausdauer, ne? Wenn alle gleichzeitig die Tür aufmachen. Ja, lass doch einfach den, die aufmachen, der ganz vorne steht. Irgendwie so, ist doch einfacher. Ich war's nicht. Aber Flo. Was? Nein. Also, dreimal ist halt auch schwierig, ne? Irgendwie so. Na, wir haben jetzt 10 vor 9. Wie gesagt, wenn wir nicht im Haus sind, wenn die Zombies kommen, dann werden die uns, glaube ich, auch nicht mehr kriegen. Weil die laufen uns jetzt auch nicht kilometerlang hinterher, ne? Na, kommt doch immer drauf an, wie sie spawnen, ne? Ja. Ab durch die Mitte hier, komm. So, also im Pöllern einfach wieder zurückfolgen, ne? Genau. Ja. Oh. Hey! Oh. Was war das denn jetzt für ein Glitch? Ups, zum Glück ist der. Shit. Oh nein, ich häng im Boden fest. Oh, meine Minibike hat sich gerade aufgelöst. Ach nee, da ist es wieder. Ja, meins auch. Jetzt ist es auch wieder. Ja, irgendwas alles gut, ja auch gerade nicht. Ich krieg das mit. Das war spooky. Ja, jetzt mach ich den gerade. Friedhof? Irgendwas. Ja, da. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich habe eine Blutung, die ich nicht wegkriege, weil meine einzige Bandage hat er gefressen. Aber ich habe noch welche. Okay. Aber der Server hat es eben nicht kapiert durch die Lags. Ja, eben hat er ganz stark geleckt. Oder den irgendwann. Er leckt bei mir immer noch. Ja, auf jeden Fall. Okay, so, ich bin raus. Irgendwie hat er gerade. Ihr seid auch schon auf dem Weg oder sieht so aus, ne? Oder? Ich fahre gerade Richtung irgendeiner roten. Ja, doch, da sind die Dinger. Bin ich hier in so einem Friedhof angekommen, bin ich hier richtig? Ja, du bist falsch auf dem Bogen. Du hättest rechts abbiegen müssen. Friedhof war ich auch run. Ja, Friedhof bin ich auch gerade. Müssen wir in die andere Richtung fahren, oder wie? Nein, aber rechts abbiegen.
bei den Pfeilern. Moment, backt's und leckt's aber ganz erbärmlich. Ja, woran? Ich kann mit mir erklären gerade. Ja, ich backe im Boden fest mit meinem Minibike. Also ist es gerade nicht zu fahren. Rechts abbiegen, wie rechts am Friedhof. Ich verstehe es nicht. Wo rennen rechts abbiegen? Das musst du gesagt doch mal. Wenn du siehst Richtung... du meinen Pfeil? Ich sehe mehrere Pfeile. Ja, ich war doch der Blaue. Fahrt mir hinterher. Blau sehe ich. Ich habe da ein kleines Problem mit dem Minibike. Ich fahre jetzt gelb hinterher und grün irgendwie so. Ja, ist richtig. Ich war bei dir gelb. Aber ich fahre jetzt mitten durch Schnee. Da sind wir doch gar nicht entlang gekommen. Ja, du fährst aber jetzt richtig. Wie weit ist es? Aber wir sind doch auf dem Rückweg immer Lichter hinterher gefahren. Wieso sind die Lichter denn auf dem Rückweg? Das verstehe ich nicht. Sind immer noch, aber du bist halt ein bisschen links gefahren. Die sind jetzt rechts von dir. Ach, da! Die Brücke ist schon mal runter. Jetzt sehe ich sie. Jetzt fahre ich den Lichter hinterher. Beim Minibike hin? Geil. So, ich habe da ein kleines Problem beim Minibike. Das backt irgendwo im Boden. Müsste mal ausbuddeln. Mein Minibike war weg. Mal wieder. Ich renne gerade in Richtung Basis. Ich habe ja noch eins auf dem Dach stehen. Warte, ich gebe dir mein Bike, dann buddel ich das mal aus. Das stecken nicht. Doch schon. Man kann keine Ahnung, wo das Minibike ist. Aber man kann ja leider keinen mitnehmen, ne? Auf dem Beifahrer. Ihr habt noch 15 Minuten, liebe Leute. Ja. Und ich hab schon. Weißt du, Minibike steigt am besten vor der Tür ab und kommt reingelaufen. Run. Ja, ich will hier gerade nicht anhalten. Run to the hills. Ja. Danke. Ich pack das mal eben ordentlich. Die Richtung ist aber richtig, ja. Ja, einfach bloß den Pfeilern hinterher. 7, 6, 5. So, anders ging es ja auch noch. Wollten wir da eine neue Folge von machen oder alle? Komm, wir schneiden dann einfach fertig, so, wenn wir das wollen. Ja, wir können schneiden. Ja. Zur Not in der Mitte. Und da kommt die Horde und ich bin auch da. Echt? Oh, super. So, sind wir jetzt alle hier wieder? Ja. Ja. Alle hier. Ich hör doch noch ein Moped hier draußen. Sagt eine Richtung. Ja, ja, ich bin noch draußen. Ich such gerade den Moped ab und hier, stopp. Komm rein. Wer auch immer das ist, einfach hier rüber. Aber jetzt zack ich. Von wo kommen sie denn? Wir gleich hören. Wenn sie nicht buggy ist. Eigentlich müsste sie doch schon kommen. Wo ging's hier nochmal? Eigentlich müssten sie da sein, ja. Aufs Dach? Ach, hier hinten, okay. Mhm. Bin undetected. Mhm. Alle drin? Ja, ne? Eigentlich müssten sie auch schon. Ist wirklich Tag 77 oder ist Tag 78 vielleicht? Tag 77 ist. Ja, und kommt die vielleicht am Tag 78? Ja, nee, hat doch geschrien gerade. War doch gerade schon der Schrei, aber. Achso, ja, hast du recht. Schrei. Aber wenn der Server ist auf jeden Fall was, weil bei mir leckt es ganz ab. Ich habe 5 FPS. Der Server hat wahrscheinlich gerade gedacht, so, wir sind noch irgendwie einen Kilometer weit weg. Ich habe 4,7. Nee, aber Run war ja schon hier, als 22 Uhr war. Ich fliege ja nicht davor. Ja, aber so lange wie der Server ist, vielleicht hat er ja irgendwie noch 10 Sekunden Delay gehabt. Ja, das kann sein. Oh ja, das fleckt gerade echt böse. Ja, jetzt ist es gerade schwieriger. Tatsächlich 5 FPS. Moment, hier fliegt doch jemand. Nee, hier fliegt. Das bin ich gerade gewesen. Ich wollte gerade mal in die Richtung fliegen, ob sie da drüben irgendwo spawnen, aber... Ja, fahr mal den Pöllern hinterher. Ja, da hinten kommt was. Wo? Himmelsrichtung? Welche Richtung? Da hinten bei dem Pfeiler Richtung Osten. Himmelsrichtung, Osten. Okay. Da gucke ich doch hin, ich sehe da gar nichts. Aber zielen und schießen wird geil. Ach doch, da kommt was. Der macht aber Zeitlupe, ne? Macht er aber hier. Oh ja. Oh, das wird ein Problem. Herr Kaiser? Ja. Herr Run, achso. Und jetzt stellt euch das mal auf einer Xbox vor. Controller. Ich hab tatsächlich 2 FPS. Ja, da kommen sie. Da ist ein Feral gerade gewesen. Ja, ich hab 3 FPS, Seite. Genau. War cool, da kann ich richtig... Ja, da... Boah, das ist aber... Wenn ihr etwa triffst, dann hast du echt Skill, ey. Oh, welche Taste und ist? Oh, FPS-Anzeige? F8. Das ist aber, bis man merkt, dass man vom Hund gefressen worden ist. Oh, jetzt kommen 0 Referenz-Sessions bei mir. Jetzt rennt's. Oh, jetzt. Ah, endlich. Ja, jetzt. Fehlermeldung? Nee, jetzt stoppt er wieder. Jetzt habe ich wieder Standbilder. Gerade kurz vor 35, aber. Jetzt geht's wieder. Jetzt scheint der Tipp nicht zu hören. Oh, jetzt stoppt er wieder. Oh, stopp! Bleib stehen! Mann! Ich weiß nicht, wo ich rauskomme. Oh. Ja, er war echt schlimm gerade. Ich habe den in die Hand geschossen, oder? Fehlermeldung nochmal. Wieder die Fehlermeldung? Ja. Wahrscheinlich waren die irgendwelche Blöcke kaputt, die das Spiel nicht kennt oder so. Ich weiß nicht.
Ich kann aber nicht was? Zählen. Ich habe so 2-3 Sekunden drei lang. FPS. Ein. Welche Taste war das nochmal? Weniger. F6 gerade, ne? Ich habe die längste Nachladeanimation der Welt. Ja. Achtet, ist doch doof. 11. 14. War das gesagt, der Server war gratis oder was? Nein, der ist. Du, nein, das ist schon ein Root-Server. Du, das Problem hättest du auf dem lokalen Rechner erst recht, denke ich mir mal so. Krass. Also bei 30, vier Leuten. 40? Es wäre wahrscheinlich nicht so krass gewesen, wenn wir nicht vorher im Bedrock gewesen wären. Vielleicht, weiß ich nicht. Der, weil er. Also ich würde sagen, der RAM ist voll wahrscheinlich. Ja, ne? Der RAM wird voll sein von dem Server. Jo. Ich könnte mir vorstellen, dass der RAM voll ist. Ich guck gerade mal meine CPU-Auslastung. Ich tappe mal eben raus. Die kann es aber, glaube ich, nicht sein. Nö, ja, was hat denn deine CPU-Lastung mit dem Server zu tun? Ich guck nur mal, keine Ahnung, vielleicht verteilt sich das ja irgendwie auf unsere Rechner oder so. Vielleicht ist bei uns allen die CPU. Jetzt geht es gerade. Ah. Jetzt. Ich habe kurzzeitig 30 FPS. Ja, für 2 Sekunden. Und 3. Jetzt kann 18? Ich mich gar nicht mehr drehen. Ich sehe nicht mal Zombies gerade. Weil ich schaffe nicht, mich auf den Boden in die Richtung zu drehen, wo. Okay. Ich glaube, da brauchen wir keine extra Folge draus zu machen. Nee, ich glaube, wir würden die Folge dann hier auch beenden, oder? Ist das falsch? Ach komm, lass uns mal ein bisschen eben. Ja, ein bisschen Spaß möchtest du haben. Ja. Wir haben jetzt 21 Minuten, die Leute wollen immer längere Folgen und ihr bleibt bis zum Ende dran. Wir müssen auch hier bleiben. So. Genau. Richtig. Wir müssen damit auch klarkommen. Hat jemand Pipebombs hier schmeißen können? Nee. Nicht jetzt eine Pipe umschmeißen. Die zündest du aber direkt in der Hand. So. Bis der Server gemerkt hat, dass sie schon 50 Meter weiter liegen sollte, ist sie auch schon hoch detoniert. Bin ich mir ganz sicher. Ich höre einen Hund. Das ist dann so wie Polenböller schmeißen mit 8 Promille. Mit mir fliegt ein Spielekaiser mit einem Glas in der Hand. Fliege? Ich habe eine Knarre in der Hand. Du hast bei mir ein Glas in der Hand. Echt? Och, der arme Server, ey. Ich kann mich nicht, ich will ganz gerne von dieser Plattform mal eine Etage runter. Vor allem, ich mache nichts, ich fasse nichts an und der bewegt sich hier. Oh, ich falle, glaube ich, gleich runter. Also meiner macht momentan Drehungen. Die du nicht veranlasst hast, richtig? Wenn ihr bei mir guckt, doch, rechts ab und zu kommt mal ein Zombie ins Bild. Da, wo jetzt die, ja genau. Oh, ich sehe einen Feral, jetzt ist er wieder weg. Den habe ich auch gerade gesehen. Der wollte gerade rechts diese Schräge da runter, ne? Irgendwie. Ja, also bei mir kann doch wenigstens hin und wieder mal einen Zombie sehen. Ich seh euch an mir vorbeifliegen, weil ich drehe mich die ganze Zeit nur im Kreis. Ich versuche jetzt hier einfach mal runter zu springen. Ich glaube, Run ist das. Ja, wenn wir alle einfach keine Eingaben machen, vielleicht gibt das ja ein bisschen was. Ja, ich glaube, ich lande gerade, ja. Und jetzt breche ich mir ein Bein oder falle ich durch den Boden? Wer ist denn hier vor mir? Wo warst denn du? Auf dem Dach oder wo warst du gerade? Ja, auf dem Dach, eine höher war ich. Also ich bin da auf der Ebene, wo die Scheinwerfer stehen. Das ist Good Engine hier neben mir. Okay. Bei mir Du bist das links von Good Engine? Ernsthaft? Rechts von Good Engine. Also links von mir, das ist Flo. Der mit dem Glas in der Hand rumfliegt. Ja, genau, mit dem Glas in der Hand. Das sagt er, hat bei mir auch ein Glas in der Hand. Ey, ja, Mann, Glas kann schießen. Fernglas, vielleicht. Ich muss mal nachladen. Ja, da oben ist der Mond. Ihr seht den Mond? Ich sehe 3 Zombies. Aber ich höre auch nichts mehr. Das war's. Ich gehe jetzt auf Magnum. Ich habe jetzt mal 1 gedrückt, mal gucken, wann er wechselt. Oh ja, jetzt wechselt wieder runter. Also ich hab eben 2 Sekunden gebraucht, damit er anfängt nachzuladen. Ich habe nur noch Vögel. Vögel höre ich, aber Leckfrau. Ja. Wo ist denn dieser Server lokalisiert? Wo steht denn der? In Berlin? Frankfurt oder sowas? Oder? In Bremen wahrscheinlich. Egal, wo er gerade steht, da gibt es gleich einen Kabelbrand. Ich glaube, der explodiert. Der steht wahrscheinlich beim deutschen Wetterdienst und die versuchen gerade auszurechnen, wie morgen das Wetter wird. Das jetzt helfen, das so. Würde es helfen, wenn ich runtergehe? Nein. Von rechts kommen sie auch, ne? Du bist Die taumelt da irgendwie so ein bisschen hin und her, glaube ich. Ich sehe eine Krankenschwester. Ja, ich sehe eine Krankenschwester, einen Crawler. Ja, einen Crawler sehe ich auch. Aber ich kriege ihn nicht. Da, ich kann laufen, doch. Meine Knarre macht auch kein Geräusch mehr, auch wenn ich schieße gerade, ne? Habt ihr noch Schussgeräusche, wenn ihr schießt? Ich schieße gerade. Ich habe jetzt gerade den Blitz gesehen. Bzz, bzz, bzz. Nee. Bzz. Ich kriege nichts mit. Oh, ganz krasse Fehlermeldung. Oh ja. Blitz.
Bildslave, Build, Run, Audio Source, Error, Get Audio Manager. Okay. Mhm. Krass. Ja, die Geräusche höre ich. Ja, jetzt gerade. Höre ich Zombies gerade, aber. Oh, ich höre. Ist das Ding hier zombiesicher im Sinne von. Es läuft. Ja, hier kommt kein Zombies rein. Wahrscheinlich. Dürfte eigentlich kein Zombie rein. Wahrscheinlich. Deswegen sind ja die Plates. Oh. Oh. Oh, ja. Oh. Also ich kann schießen, aber ich höre nichts. Was heißt bei euch, oh? Ja, jetzt haben wir das flüssig, aber ohne Ton. Echt? Ich noch nicht. Flüssig, aber ohne Ton. Fehlermeldung ohne Ende. Ja, und wenn die vorbei sind. Kann dann auch nichts machen. Jetzt flüssig, ohne Ton, aber. Komm hier, ich will noch ein paar Kills. Doch, da kam Ton langsam. Ja, jetzt habe ich einen Schuss gehört. Wer war das? Wer hat diesen hier. Imba-Schuss? Ich habe schon zwei gekillt hier. Unten sind die Klappen zu, ne? Sind sie? Ist nee, eine Frage, doch, oder? Oh, oh. Die Hedges links bei mir sind zu. Die sind nicht offen. Wir haben ein Problem. Wieso? Wo denn? Ich hab Scheiße! Ja, wir haben ein Problem. Ach du Kacke! Ach du Scheiße! Unter uns sind so 12 Ferals. Ging's nochmal hoch? Unter uns sind 12 Ferals oder so. Reingehen, Rolltüren. Liebe Leute, kommt rein! Ich kann mich oben, noch nicht bewegen. Bleib du draußen und stirb, kommt rein! Ja. Komm, du mit dem Glas deiner Hand, komm nach oben! Komm nach oben! Du Gott mit dem Glas deiner Hand! Die hintere Tür habe ich schon zu. Ich warte nur darauf, dass ihr reinkommt. Wir müssen die Treppe abreißen. Die Treppe abreißen. Ich bleib jetzt hier bei Whitey. Guck mal, da kommt der erste. Ich schwöre schon, kannst reingehen. Vault-Tür rein, Fenster rausschlagen, Ferals erschießen. Okay, wo geht's denn hier rein in den Vault? Nochmal. Hier. Muss ich erst in den Innenraum? Ich hab jetzt Lex. Ja. Achso, okay, ja, da. Ich bleib da einfach mal draußen stehen und guck mir das Ganze mal an und. Jetzt steht es bei mir gerade wieder. Schade. Ich kann nichts machen. Wenn irgendwas kommt, bin ich verloren. Jetzt habe ich wieder Standbilder. Aber das Dumme ist, ich habe Standbilder an einer Stelle, wo es scheiße uninteressant ist. Flo, du kannst da raus. Die haben hier unten die Treppe kaputt gehauen. Ja, gerade nach. Sind die doof. Ach super, ja, komm mal, jetzt können wir hier schön holen. Noch nicht ganz, den Rest Treppe schieße ich mal schnell kaputt. Ah, jetzt kann ich mich wieder bewegen. Aber Ton habe ich immer noch nicht so richtig. Nee. Ich auch nicht. Ich hab weder Ton noch Bild. Quasi. Ich hab FPS, ich glaub es nicht. Wenigstens ein paar. Ich hab mal unten die Treppe kaputt geschossen. Ach, du ahnst es nicht. Was ist denn da aus unten alles? Aus irgendeinem Grund sind die Hedges unten offen, zu, nicht offen. Die waren aber auf, als wir reingekommen sind. Ja, ich weiß. Ganz sicher, beide Seiten waren hochgeklappt. Das erklärt aber auch, wo die ganzen Zombies geblieben sind. Weiß, wie viele schon hier oben sind und an uns vorbeigelaufen. Wer bist du hier oben am Scheinwerfer? Yay, oder so? Da dürfte ich sein. Ja, okay. Dann ich stehe in deine Richtung. Könnte ich jetzt quasi abschießen, muss ich sagen, jetzt nicht mehr. Ich könnte eine jetzt interessante. Moment, da ist noch nicht kaputt. Wer auch immer da auf der Treppe steht, sollte da runtergehen. Die Blöcke sind da unten gleich weg. Wir nehmen übrigens noch auf, wollte ich sagen. Also, alles gut. Ja, das ist auf jeden Fall mal eine interessante Hornfolge, halt oder? Ja, und es ist auch vor allen Dingen auch recht ruhig, sag ich mal. Geh auch mal einen Schritt nach vorne, jetzt, ich wage mich. Bei entspannen hier. Ja, komm, Schwester, dich nehme ich ja mal mit hier. Da ist ein Kopf, der will irgendwo hin. Na komm. Oh, ja, ich glaube, hier ist noch da. Ton wäre natürlich auch nicht schlecht. Hund. Ja, Hund. Die Treppe weggeschossen. Seht ihr da unten? Links war gerade ein Zombie wieder bei mir im Bild. Habt ihr gesehen? Hund, komm her. Hund. Ja. Wo bist du? Hund. Wo ist der Hund denn? Gottes Willen, jetzt hab ich. Oh, ist das eklig. Der Hund kommt doch nicht hoch. So, ich versuch grad. Sah aber eben so aus. Ey, wenn du nichts hörst. Wenn du nichts hörst, ne? Und dann plötzlich kommt so ein Hundegeräusch als einziges von rechts. Das ist ja aber auch anders, ne? Der war quasi schon oben, der Hund, ja? Ja. So, ich schieß gerade. Irgendeiner steht da bei Wells Bike drin. In der Garage und versucht sich da durchzuhauen. Echt? Du bist schon wieder unten? Kann man denn schon wieder runtergehen? Wir machen die Hedges erstmal. Mach mal, genau. Kommen noch mehr grad? Hast du, wer hat denn, kommt da gerade angerannt? Seit wann steht denn hier ein Sound vor den Hedges? Das verstehe ich nicht. Auf der einen Woodplate, die stelle ich bei den Horden immer dahin. Ach so, okay.
weil wie, und die ich sich jetzt, da schon gerne und, mal drüber gebackt jetzt haben. Jetzt ist ein Zombie unten bei meinem Minibike. Ja, der ist da in der Garage. Jo, dann lass mich mal hin. Cool. Ist weg. Da habe ich ja ein Problem mit, ne? Wieder sicher. Mein Minibike hier kaputt machen. Was? Kommt ein Hund von außen? Ja, aber der kommt doch hier nicht hoch, oder? Nee. Ist alles beiseite. Hättest du wieder ich habe sie alle hochgemacht. Gut. Ja. So, und ihr könnt wieder laufen? Ernsthaft? Ich habe immer noch 3 FPS. Die ganze Zeit? Ernsthaft? Jo, seit Ewigkeit und 3 Tagen. Nee, wir können wieder laufen. Aber wir haben halt keinen Ton. Oh, jetzt habe ich Ton! Ja, endlich. Krass. Einmal jetzt kann ich auch zumindest. Wieder. Gut. Jetzt ist Ton wieder weg bei mir. Also jedenfalls. Ja. Der Waffenton. Jetzt ist er. Aber ich höre Hunde im Hintergrund oder so. Wieder 3 FPS. FPS sind wieder weg. Macht keinen Ärger. Ja. Boah, hast du das gesehen? Im Flug. Im Flug ja, habe ich die geköpft. Im Flug. Ich habe auch mit drauf geschossen. Ich weiß nicht, wer es war. Aber ist ja egal. Wie du das sieht auf jeden Fall gut aus. Ich bin sowieso also total erstaunt, wie gut du mit diesem Glas da umgehst. Flo. Was für du hast ein Glas genau. In der Hand, ey. Ach, da ist ein Glas. Seht ihr? Ich mache ein Foto, damit du mit es mir ja, glaubst. Ja, genau. Ja. Ich guck's bei dir einfach dann mal. Also im Flug den Arm weggeschoben. Eigentlich hängt es von hinten. Er hat einen Mörder. Feral. Am Unterarm. Ja, Feral. Da kommt gerade ein Feral, genau. Mein Gott, das sieht ausgestanden wieder. Ich hab 3. Ich ging ja dabei hast, dabei hast du mit Abstand den schnellsten Rechner, ne? Mit deinem Notebook da. Da gebe ich euch recht. Da habt ihr bei mir noch lange gestanden. Das ist ein arschteures Alienware-Dings irgendwie. Nee, ist kein Alienware. Nee, aber der Inhalt ist auf alle Fälle. Ist ein XMG. Mhm. Aber ich sag, normalerweise macht sich der Turm halt sehr gut, wenn man hier zwischen den Pfeilern auf dem Gitter steht. Jetzt habe ich volle FPS. Alles klar. Sehr gut. Hast du das Ton oder hast du hast aber keinen Ton, ne? Nicht wirklich. Oh, genau, jetzt hagelt es wieder viele. Fehler. Ja, ja. Ja. Aber gleich wird die Ton, ja. Jetzt höre ich Endlosschüsse. Ja. Ach, ihr auch? Okay, jetzt ja, ist es naja, wieder also meine, Kopf, ist meine MG. Ist die das? Höre ich noch nicht, das aber meine ich MG. Gerade. M60. Ich habe ja. Die AK-47 hier. Dieses Spiel wird übrigens als fertig für 35 Euro auf den gängigen Konsolen verkauft. man kann es gar nicht oft genug betonen. Also gerade wenn man sowas sieht. Und jetzt muss man noch dazu sagen, damit das eigentlich ein wirklich leistungsstarker Root-Server ist, ne? Ja. Boah, das Bein weggeschossen im Laufen, ey. Göttlich. Da kommt ein Hund. Ich habe da auch gerade drauf geschossen. Man ja, kann echt nicht genau sagen. Das sah so gut aus. Der Hund ist weg, ne? Denke ich mir. Also, der ist hier runtergefallen, ne? Hallo? Jetzt kann ich heute kommen. Jetzt habe ich FPS. Jetzt kann ich heute kommen. Du, da drüben steht noch einer. Da hinten, da kommen noch welche. Wo? Oh, da. Ah, kommt Feral. Konsole. Wieder Konsole. Aber wir kriegen sie alle anscheinend alle gleichzeitig immer, die Konsole, ne? Ja. Ich krieg gar keine Konsole. Das ist schon ganz gut. Echt? Ich habe sie nur momentan. Ich habe einen Schuss gehört. Ich habe jetzt sogar Ton. Ich habe jetzt sogar Ton wieder. Boah, das läuft ja richtig gut hier. Oh, ja, jetzt ist schon immer noch der Audio-Manager, der da seine Konsole ausgibt. Jetzt ist mein FPS wieder weg. Alles klar. Clear. Jetzt kann ich nachladen. 3 Schüsse. Oh, da sind sie wieder. Gib die Kniescheibe. Ich kann nicht mehr schießen. Ich kann keinen Schuss abgeben. Weil die Konsole schießt aber. Kommt. Das ist total eklig. Ja. Wenn die Konsole da ist, dann habe ich den Mausmodus und dann kann ich nicht schießen. So, es ist 4 Uhr, jetzt laufen sie langsam. Da kommt noch einer. Jetzt laufen nicht nur wir langsam, jetzt haben die anderen auch nur noch 3 FPS. Und? Keine Angst, der läuft langsam. Konsole! Also ich könnte jetzt nichts machen gerade mit der Konsole, das geht nicht. Also ich bin handlungsunfähig. Immer wenn ich schießen will. Handlungsunfähig bin. Aber jetzt geht's gerade. Jetzt gerade, ja. Jetzt kommt auch nichts mehr. Ah, jetzt geht die Konsole auch nicht mehr zu. Ja, ja. Nee, jetzt geht die Konsole auf, immer noch. Ich denke mal, das sind jetzt die ganzen Töne, die jetzt nochmal von, wo die alle in den Spikes von hier ran sind. Der rechte gerade nach. Wahnsinn. Wieso findet das Spiel die Sounds nicht? Ich kapier's halt nicht. Ist lächerlich. Das ist absolut krass. Also ich hatte gerade kurzfristig wieder Sounds.
Vor allen Dingen, weißt du, so eine Debug-Ausgabe, die macht man dann im Entwicklungssystem oder sowas, aber das ist nichts, was irgendeinem Kunden interessiert oder was der Kunde in der Menge sehen sollte. Ah, also gibt es einen Windows-Event-Log dafür. Contact Support steht da. Ich glaube, dann bannt ich Microsoft, wenn das Event-Log so voll scheißt, wie das hier reinkommt irgendwie so. Aber es muss man nicht am Bildschirm ausgeben. Vor allem nicht in der Menge. Nee, Wahnsinn. Das sind zig, hunderttausend Einträge, die da jetzt mittlerweile durchgelaufen sind. Für jeden Ton einzeln, würde ich vermuten. Ja, so ein Schwachsinn. So eine Horde macht schon viele Töne. Öffne mal die Konsole einfach so und guck mal, das ist der Wahnsinn, das hört gar nicht mehr auf hier. Bei mir geht die immer wieder automatisch auf. Die geht immer wieder automatisch auf. Und schreib mal einen Buchstaben, ich glaube, der hängt in Endlosschleife hier. Nö, clear kannst du schreiben, das geht. Dann flackert das einmal kurz, aber dann sind da gleich wieder zig Millionen neue Einträge drin. Das ist unglaublich. Schreib jetzt Stopp. Hör auf! Es hat gerade kurz aufgehört. Oh, ist das so, meine AK-47 ist gleich kaputt, also die hält nicht lange, wa? Kommt auf deinen Skill auch angeblich an. Mhm. Vielleicht sind das ja auch die AK-47 Sounds, die uns hier das irgendwie... Bei die... Ich darf immer Escape drücken und in der Zeit dann schnell versuchen, auf irgendwas zu schießen. Ja, hab ich eben geschafft, ganze zwei Schüsse. Ja, da rollt er Spider. Zuck! Aus der Konsole raus. Ich hab einen FPS. Ich glaube, ich kenne einen Server, der gleich mal neu gestartet wird. Ja. Meinst du? Ich glaube, da kenne ich auch einen. Naja, wenn es ein Pferd wäre, wird man es erschießen. Würde ich sagen. Es ist. Also ich würde sagen, wir sind clear, da kommt nichts mehr. Jo. Nee, aber wir brauchen ja wieder Ton oder so. Ja, wenn wir uns jetzt ausloggen und wieder einloggen, dann sind die eh weg. Also wenn wir den Server neu starten. Aber das ist ja auch in Ordnung, sag ich mal so. Ja, ich konnte jetzt nicht mal einen Eindruck gewinnen, ob das besonders viele Zombies waren oder normal groß. Ich weiß es leider auch nicht. War zu viel. Kam leider nichts mehr, ne? Glaube ich. Ich weiß nur, dass wir mit 36 Minuten jetzt echt gute Überlänge haben und ich glaube, dann können wir uns auch verabschieden. Ja, es ist das machen wir schon. Wir waren mit der Besichtigung ja eigentlich noch nicht ganz durch, ne? Oder? Also an meine Zuschauer, so sieht's aus, wenn ich hier mich bewegen kann und hier auch rumlaufen kann und auch mal die Maus drehe, ja? Also nicht so wie gerade. Hey, Run! Der Run hat ein Glas in der Hand. Hallo, Flo! Naja, ich hab eine Sniper in der Hand. Wo ist Run denn? Ich hab auch eine Sniper in der Hand. Wo seid ihr denn oben? Sag mal, wo seid ihr denn oben? Ah, ich bin immer oben. Ich kann mich nicht bewegen. Wo seid ihr denn? Komm mal ins Mitteldeck. Wenn ihr ganz oben seid, komm mal. Ich bin da beim Scheinwerfer. Ach, da oben ist er, direkt über uns. Ja, komm mal runter. Oh. Du hast. Wie gut, dass ich Splint dabei hab. Jetzt zeig aber, jetzt ist bestimmt dein Glas kaputt gegangen. Wahrscheinlich. Du hast Sachen, du hast ein Glas in der Hand. Am Arm. Da kommt mal ein Hund, da kommt ein Hund. Brauchst du noch einen Splint? Und da kommt Nein, ich hatte noch einen. Ey, da kommen wieder welche. Wo? Oh. Ja, die müssen jetzt warten, bis wir. Den Server neu gestartet haben. Genau. Wow. So. Okay, ich würde sagen, dann verabschieden wir uns für heute. Dann gucken wir uns vielleicht gleich nochmal eben irgendwie drüben in der anderen Base was an. Falls wir den Server danach wieder zum Laufen bekommen, da kann man jetzt ja auch nicht unbedingt so garantieren. Oh, ja, schon kommt wieder los, geht wieder geht's los. Weiter, ja. Scheiße. Okay. Guti. Denn bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Jo. Tschüss.